Ausflug ins Theater gefällig? Dieser Einladung folgt Schauspielerin Anja Kling nur allzu gerne und besucht die Premiere zu dem Stück Rent a Friend im Schlossparktheater in Berlin. Soweit erstmal keine aufregende News, bis auf, dass Anja in ihrem schwarzen modischen Outfit natürlich umwerfend aussieht. Doch die 51-Jährige kommt nicht alleine. Mit dabei ist unter anderem Ehemann Oliver, der sich genau wie seine Gattin für eine zurückhaltende Garderobe entscheidet. Seit 2018 sind die beiden glücklich verheiratet. Ab und an darf der Filmbeleuchter seine Gattin auch auf den roten Teppich begleiten. Die Aufnahmen der beiden in Berlin beweisen, Anja und Olli sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Er legt vorsichtig die Hand auf ihre, sie lehnt sich bekräftigend an ihren Liebsten. Da sprühen ordentlich die Funken. Und noch jemand darf den TV-Star auf die Vorstellung begleiten. Mit im Gepäck ist nämlich auch Anjas Sohn Tano aus einer früheren Beziehung. Und der ist in der Öffentlichkeit ein wahrlich selten gesehener Gast. 20 Jahre jung strahlt er neben seiner Mutter und deren Ehemann und mimt den coolen Frauenschwarm. Die guten Gene von Mama Anja hat Tano definitiv mit auf den Weg bekommen. Blickt man in sein kantiges Gesicht, erkennt man die eindeutigen Parallelen zur Schauspielerin. Und die scheint mächtig stolz auf ihren Sohnemann zu sein. Ach, mit so zwei starken Männern an der Seite lässt es sich auch aushalten.